Moment. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ach ja. Ach ja, was gibt es Schöneres, als an einem Dienstagabend nach einer harten Woche voller Strapazen und Drängereien endlich wieder Minecraft aufnehmen zu dürfen. Hallihallo meine lieben Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Tja, wir sind hier, die Sonne ebenfalls und ich sehe ganz viele Schafe, die geschafft werden wollen. Nee. Ich bringe jetzt mal ein bisschen Zeug weg. Ja, herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Es freut mich, dass ihr wieder den Weg hierher ins Let's Play gefunden habt. Denn folglicherweise, wenn ihr euch gerade dieses Let's Play anschaut, dann habt ihr den Weg in dieses Let's Play gefunden, weil ihr schaut euch gerade das Let's Play an. So, das habt ihr sicher verstanden jetzt. Ja, und wie ich schon in der letzten Aufnahme ankündigte, und das habe ich übrigens gerade ernst gemeint mit dem... Ach egal. Wie ich in der letzten Aufnahme schon ankündigte, werden wir... jetzt endlich anfangen hier ein wenig neues Haus zu bauen. Ich habe es noch nicht verraten gehabt, was wir bauen. Ich platziere erstmal ein bisschen Zeug drin, damit ich ein bisschen Platz habe wieder. Ne, das behalte ich. Ne, doch, ne. So, so jetzt hole ich mal ganz kurz mal die Wolle hier, weil die Schafe soweit sind und wenn wir gerade dabei sind, können wir dann die Wolle nehmen. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Ja, ich weiß gar nicht, welche Folge wir gerade haben. Und, wir werden heute, ich werde es jetzt verraten, ich weiß nicht, ob es in den letzten Aufnahmen, das ist noch vor der letzten Aufnahme, bevor es rauskommt, ich weiß nicht, ob es mal rausgefunden hat, aber wir werden jetzt die länger angekündigte Blumen-Range bauen und werden... Also eine Blumen... Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Ich möchte auf jeden Fall einen Blumengarten, also so ein richtiges Gewächshaus mit Blumen und so, wo man das... Jetzt, wenn man im Real Life wären, könnte man sich hier dann Blumen überall kaufen, so über mehrere Etagen verteilt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es anstelle, aber ich werde es anstellen. Und... Ja, dazu möchte ich gern... das Holz hier nutzen. Und um das Holz nutzen zu können, muss ich Folgendes machen. Und zwar muss ich mir hier hinten... Da ist die Kiste. Ich habe keine Erde da. Ach, macht nix. So. Theoretisch müsste ja so einer dieser Bäume entstehen. Huch. Lack, alles klar. Ja, ne? Haben wir noch... Wir haben Eichensetzlinge noch mit dabei. Da pflanze ich mir jetzt auch mal kurz ein paar. Ist ja nur, damit wir ein bisschen Holz kriegen hier. So. Ich weiß aber, ich glaube, den Boden mache ich aus Ziegelstein diesmal. Huch. In der Kiste fest gebackt. Dann gehen wir mal hoch in, hoch runter in unser Lager. Und schauen mal ganz kurz, ob im Lager noch ein bisschen Ziegelgestein rumliegt. Und dann können wir uns da bedienen. Wie ich das mit der Tropenholzbaumform mache, weiß ich noch gar nicht so genau. Vielleicht richtig da so ein kleiner Mini-Dschungel. Aber mal alles schauen, mal alles gucken. Werkzeuge. So, was haben wir hier? Papierbücher, Eisenbaggergeist, Schneebälle. Nüscht. Schienen. Nur mal ganz kurz. Mich juckt's an der Hand. So, Kohle und Eisen. Alle anderen Materialien. Da haben wir doch schon mal was. Siehst du? Blub, 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 blub. Nehmen wir alles mit. Ich hoffe, es reicht. Ist doch das gebrannte Lehm. Ah, okay, gut. Ja, da müssen wir uns eventuell ein Muster ausdenken dann. So. Machen wir mal hier rein. Hier befindet sich nichts. Eine Runde nischt mit anfassen. Okay, gut. Gehen wir wieder nach oben. Ich schaue mal ganz kurz in unsere drei Kisten, die sich in dem Farmhaus befinden, nach. Ja, und dann entwickelt sich das hier langsam zu einem Kern, würde ich sagen. Zu einem Kern voller Gebäude, mit dem man rasch hin und her wechseln kann. Und das Schöne ist, umso mehr Gebäude man aneinander drängt und das dann noch, so wie ich es später dann machen werde, mit Wald verdichtet, dann hat man wirklich absolut gar keine Monsterprobleme mehr in dieser Gegend. Finde ich sehr schön. So, jetzt gehen wir mal verschlafen.
Schafe gehen da drauf. Das ist ein schön Absnack. Ich soll ja vom Schlafen gehen nicht so viel essen, aber lange Beine essen kennt er ja. So, dann haben wir jetzt normal nehmen am Ziegelstein. Da kann ja, wenn ich eh noch nicht schlafen kann, gehe ich mal kurz runter und hau den Lehm in die Öfen. Habe ich hier noch was? Nope. Nope. Lehm, 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 Lehm. Lehm, 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 Lehm. Nein, ich habe keine mehr. Das ist mir jetzt eindeutig klar geworden. So, okay, dann gehen wir mal nach oben wieder. Und jetzt können wir schlafen. Ja, ich habe vorhin auch so einen Screenshot gemacht, als ich auf F1 drücken wollte, also nicht wundern. Bam, 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 bam. So. Dann gehen wir mal nach draußen. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier machen. Ich habe gerade mit... Ne, gucken. Ne, ich habe keinen Knochen mehr dabei. Okay, das hätte ich jetzt mal probiert, wie das funktioniert so. Okay. Ich baue jetzt mal das Grundgerüst des Hauses, wie ich es mir vorstelle. Das Problem an der Sache ist, ich weiß ja noch gar nicht, wie ich mir das Haus vorstelle. Hier soll es einerseits runter zu den... Hier könnte es einerseits runter zu den Etagen gehen. Hier könnte es dann hochgehen zu einer Blumenetage. Und hier noch. Das heißt, ich müsste das Haus... mit einem leichten Knick bauen. Und dann würde ich das sogar noch nach hier vergrößern wollen, damit es nicht ganz so geometrisch gleich aussieht. So. Dann bauen wir einfach hier noch ein bisschen was weg. Und so. Genauso habe ich mir das gedacht. Oder auch nicht. Nee. Was mache ich? Hier. So, schauen wir. Blup. Und hier hinten machen wir dann... Blup. Okay, alles klar. So haben wir das Haus. Und jetzt machen wir noch dazwischen... Weiß ich, kann ich damit irgendwas machen? Nee, so auf jeden Fall schon mal nicht. Hab ich. Sieht düster aus. Machen wir noch ganz kurz eine Workbench, weil wir noch nicht so genug haben auf dieser Welt. Schade, ich kriege eventuell Achievements. Sie haben eine Workbench gebaut, ihre erste natürlich. So. Das geht auch nicht, okay. Das geht, gell? Ja. Machen wir aber nicht. Und das geht? Das geht, okay, das machen wir. Blub. 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 So. 18 Steinstufen. Das ist nicht besonders viel, ne? Ich wollte jetzt eigentlich irgendwie was Cooles hier hinzimmern. Aber wir kriegen ja gleich noch gebrannten Lehm. Stimmt, da war ja noch. What? Guck mal, wer da ist. Stopp! Stopp! Trank der Feuerresistenz. Geil. Geile Schokolade. Yeah. Voll die Möhre, ey. Boah, ey, krass, ey. Voll, ey. So, da haben wir noch 14 davon und machen uns daraus nochmal... Quatsch, doch. Blup. So, haben wir 42. Okay, das passt auch. 42 sollte reichen. Bam, bam, bam. Oh, da ist ein Baum gewachsen. Hey, cool. So, jetzt probiere ich das mal. Und zwar 1, 2, 3. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. Ich probiere das mal so. Ich weiß nicht, ob das mit dem Rand dann außenrum gut aussieht. Zur Not kann man ja alles wieder abreißen. So ist das ja.
in Minecraft, da kann man einfach mal alles wieder abreißen. Wenn es scheiße aussieht. Boing, boing, boing. Ich glaube, momentan sieht das eher gewöhnungsbedürftig aus. Weil ich so selten mit Lehm arbeite, ist es natürlich extrem komisch für mich jetzt gerade, das so zu sehen. Weil diese neuen Lehmsorten bieten ja schon ein neues Muster. Und insgesamt sollte man sich ja schon mal eine neue Herausforderung wagen. Klingt ja das voll poetisch, was ich gerade sage. Boah, ich werde voll der Poet. Poet, Poet, Poet. Lalalala. Muster nochmal um, als Umrandung drumrum. So. Wie viel habe ich noch? Gar nichts mehr. Sieht auch nicht schlecht aus, ne? Und darum kommt dann das Haus. Genau, so machen wir das. Das heißt, die anderen Bäume müssen auch noch wachsen und wir pflanzen jetzt erst... Pflanzen jetzt erstmal. Wir haben jetzt erstmal die hier. So, ab dafür und ab damit. Bäume habe ich gerne im Schritt. Was? Aber kein Müll. So. Aber ich baue hier ab und dann geht's auch ratzefatz gleich weiter. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir Setzlinge einsammeln, weil wir haben vier Setzlinge für einen Baum brauchen. Wäre es echt uncool, wenn wir einen übersehen würden. Ich will mich später nicht unbedingt nochmal losrennen und nochmal Setzlinge holen. So, da ist noch einer. Baum baut sich langsam ab und in der Zeit tun wir hier den Baum noch schnell ein wenig zurechtstutzen oder einfach nur ganz und gar niedermetzeln, wie ich das auch sehr gerne bezeichne. Zurechtstutzen oder niedermetzeln, sucht euch... Autscha. So, das Schöne ist, jetzt können wir nämlich einfach hier so hoch, weil wir im vorherigen diese Treppe gebaut haben. Das ist sehr cool, das mache ich auch mal bei Tropenbäumen. Ja, bei Tropenbäumen habe ich das euch schon mal gezeigt. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber schon gezeigt. La, la, la. Und morgen stürze ich mich dann voller Enthusiasmus in eine Assassin's Creed-Aufnahme. Und damit erst Bäume. Was das gerade? Moment. Nö, lagt nicht. Doch, irgendwie schon, oder? Ist die Hühnerfalle an? Ich glaub's fast nicht, aber ich schau mal sonst kurz nach, nur zur Sicherheit. Dam, 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 dam. Nö, da sind welche. So, okay. Hat das bestimmt nicht viel gebracht, aber ich glaube auch die Tiere, die wir insgesamt haben, sind ein bisschen viele. Ich übertreibe es aber dann auch nicht weiter. So, was essen müsste ich noch zwischendrin. Aber vorher hole ich mir erst die Setzlinge. So, habe ich's? Wie habe ich jetzt so 5 Stück? Das ist aber weniger, als ich am Anfang hatte. Lala, ich werde Poet, hätte ich werden sollen. Lalalala, dann hätte ich alle zu rollen. Bam, 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 bam. Oh yeah. Poeten haben es nicht leicht. Ihr Verstand ist unerreicht. Ja, ne, so ungefähr. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also was ich vorhin gesagt habe, war ja wirklich wahr. Ich habe jetzt wirklich eine härtere Woche gehabt. 6 Tage, gut, das war 7 Uhr. Auf jeden Fall nach 6 Tagen und dann wirklich von 9 bis 22 Uhr wach. Also nicht wach, nee, Quatsch. Von 9 bis 22 Uhr auf Arbeit, ja. Und dann, natürlich mit Pausen zwischendrin. Aber trotzdem, dann ist man einfach so fertig irgendwann nach dem 6. Tag. Und denkt sich, oh, jetzt noch eine Runde Minecraft aufnehmen und dann ins Bett gehen. Ein Traum einfach nur. Huch, das noch ein Lehm? Wahrscheinlich natürlich nicht. Ne, da hatte ich jetzt gerade richtig Lust dazu, war richtig enthusiastisch. Yay, Minecraft aufnehmen, yay. Dumme Mist labern, yay. Boing. Ich muss dann momentan, ich muss dann später nochmal die Farbe schärfen, alles klar. Die Schafe vermehren und neu färben. Momentan haben wir ja eine recht begrenzte Auswahl an Farben, was die Schafe angeht.
Zwar nicht schlecht, da wir da von diesen Formen natürlich mehr kriegen, aber muss ja nicht sein. So. Boing. Gerade blau hätte ich gern, weil die anderen Farben so bedrückend aussehen. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Lehm holen, genau. Lehm, 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 Lehm. Wer mag keinen Lehm? So. Und 24. Jetzt reicht's aber wirklich endgültig. Und da ist ein zweiter Baum gewachsen. Wunderschön. Immer wenn wir rauskommen, wächst ein Baum. Wenn wir wieder rauskommen, wächst ein dritter Baum, weil wir gar keinen dritten Baum gepflanzt haben. So. Hier war... Wunderschön. Und jetzt platziere ich... Ich würde das mal aus, wenn ich das jetzt so mache. Moment. Also so ein Holz,